in meiner Heimat bin, frage ich mich, wo sind all die Pfeifen hin, mit denen ich in meiner Jugendzeit abhing. Die meisten sind nicht mehr da, wo sie mal waren. Wir bleiben in Kontakt, wurde nie gesagt, also kein Plan, wohin die Reise ging. Aus den Augen, doch scheinbar nicht aus dem Sinn. Solange das der Fall ist, finde ich es ja eigentlich auch nicht schlimm. Dass man nicht ewig bleibt, wo man beginnt, ist doch klar, wenn man bedenkt, dass die Umstände einen fast dazu zwingen. Doch alles wirkt so seelenlos, wenn man keinen mehr kennt. Viele der mir gut bekannten Straßen scheinen nun fremd. Die Zeit rennt, jeder sucht das Weite, weil man denkt, dass man was verpasst und sonst so weiter in der Schleife hängt. All die Häuser von Freunden sind geräumt und verlassen. Wir wurden eindeutig zu schleunig erwachsen. Und immer wenn ich an die ganzen Vögel denke, muss ich häufig lachen, was bei denen wo geht und was sie heute machen. Wer in einer Kleinstadt aufwächst, für den steht eigentlich schon fest, dass er sein sehr geschätztes Nest bei Zeiten verlässt. Nenn es Reifeprozess oder einfach nur ein Test, wie weit schaffe ich es denn, so kann es nicht bleiben für den Rest. Meines eh schon viel zu knapp bemessenen Dasein, so als hätte man seine Zeit nur abgesessen wie ein Staatsfeind. Alle Flüchtbrüche wie Datte ewig am Start bleibst, haben die Gültigkeit eines damals abgestempelten Fahrscheins. Es gibt viel zu tun, wer hier bleibt, bringt es nie zu Ruhm, zu Kies und Meer, es heißt Karriere statt Familientum. Doch je länger ich gedanklich in die Tiefe zoome, so mehr denke ich an alte Freunde, die heute im Frieden ruhen. Ist es möglich, nach dem Tod mit Engeln Gras zu paffen? Kann sowas ohne deinen Körper, ohne Atmung klappen? Sollte dem so sein, dann muss man sich auch fragen lassen, was bei denen gerade so geht und was sie gerade machen. Alles hat sich verändert, alles Geschichte, Wände. Wiesen, auf denen wir spielten, sind heute Fabrikgelände. Wenn ich dran denke, wie es mal war, bekomme ich Zitterhände. Irgendwie ist schon okay, doch leider auch ein bitteres Ende. Es geht um Geschäfte machen, nicht um Arbeitsplätze schaffen. Manchmal fällt es einem schwer, das einfach wegzupacken. Was sie wohl als nächstes abreißen und plätten lassen, was die Typen gerade schon planen und was sie jetzt so machen.